Die Digitalisierung bringt eine Reihe von Neuerungen für das tägliche Leben. Es wird möglich sein, beispielsweise ortsungebunden zu arbeiten, zeitungebunden zu arbeiten. Es wird auch die Art auf den Kopf stellen, wie Mitarbeiter miteinander interagieren. Es ist neu auszuhandeln, wie die Wirtschaftsleistung auf die Leute verteilt wird über Löhne und beispielsweise Leistungsprämien. Der gesamte technologische Wandel stellt jedenfalls auch die Sozialpartnerschaft vor neuen Herausforderungen, und die Gewerkschaften müssen diesen gewachsen sein. Die Kritikpunkte, die den Gewerkschaften gegenüber geäußert werden, sind in der Regel drei. Der erste Kritikpunkt betrifft die Fähigkeit, den Wandel der Arbeitswelt zu verstehen. Und hier ist es eben wichtig, die neuen Bedürfnisse der Arbeiter zu verstehen, um diese bestmöglichst auch vertreten zu können. Der zweite Kritikpunkt betrifft die Ausbildung. Die Gewerkschaften müssen sehr an Weiterbildung und Ausbildung arbeiten bei sich selbst, um eben auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern verhandeln zu können. Und der dritte Punkt ist eben genau der Umstand, dass diese Verhandlungserfolge dann auch eingefahren werden. Also es müssen wirklich diese Verhandlungen auch in konkreten Vorteilen finanzieller oder Natur oder beispielsweise eine Verbesserung von Arbeitsbedingungen für Arbeiter münden. Das AFI, Arbeitsförderungsinstitut, ist natürlich ein Forschungsinstitut, und insofern liegt unser Beitrag vor allem darin, uns umzuschauen, was tut sich auf europäischer Ebene im wissenschaftlichen Bereich, aber auch Sensibilisierungsarbeit zu betreiben, gerade zum Thema Arbeit 4.0. Für 2019 werden wir auch weiterhin den Blick über den Tellerrand werfen und schauen, welche Best Practice es auf europäischer und nationaler Ebene gibt, und diese in der Südtiroler Realität vorstellen.